Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal einen der kleinsten Dashcams vorstellen, die es derzeit zu kaufen gibt. Und wo ihr die bestellen könnt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Und zwar stelle ich euch nachher mal diese Kamera vor, die von vielen als eine Kopie der Original iTracker Kamera bezeichnet wird. Die iTracker Mini-Kamera kostet ja rund 120 Euro. Beziehungsweise von dieser gibt es jetzt ein neues Modell zu 180 Euro. Die von mir heute vorgestellte Kamera kostet rund 50 Euro weniger als das kleinste iTracker Modell, und zwar 69,99 Euro und der Versand ist kostenlos. Die Rezensionen sind eigentlich durchgehend positiv, bis auf eine, und das wäre dann diese hier. Achtung, billige Fälschung! Hier wird dann ein bisschen rumgeheult, so nach dem Motto, ich habe die Originalkamera und die Fälschung miteinander verglichen und die Fälschung geht jetzt sofort zurück, weil die super duper scheiße ist. Es wird unter anderem einmal die Bedienungsanleitung bemängelt, dann Kontakte zur Verbindung der Kamera mit der Halterung, irgendwelche riesigen Aufkleber, die sich auf der Kamera befinden sollen, die angeblich schlechte Bedienung der Kamera und die Anbringung des USB-Steckers. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, denn der gute Mann hat hier geschrieben, dass das Kabel dann direkt in das Sichtfeld des Fahrers baumeln würde. Jetzt frage ich mich nur, ich habe meine Dashcam direkt unter dem Rückspiegel angebracht, weil man dann genau in der Mitte von der Scheibe ist und somit das beste Aufnahmefeld hat. Hat der die jetzt genau sich vor die Nase gesetzt, wo sie kein Mensch auf der Welt hinsetzen würde? Die Frage lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Apropos Kabel, ich habe mir noch dieses Kabel hier mitgestellt. Das könnt ihr nämlich dann direkt entlang der Autoscheibe verlegen und an einem Zigarettenanzünder anschließen. Somit spart ihr euch das Kabel, was dann halt unschön von der Kamera zum Zigarettenanzünder vom Auto geht. Das Kabel ist 4 Meter lang und soll mit 3 mm Dicke extrem flach sein. Da bin ich ja mal gespannt. Den Link zu beiden Produkten poste ich dann im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, dann werdet ihr direkt auf Amazon weitergeleitet. Sollte einer der Links mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und jetzt fangen wir endlich mal an mit dem Video. Dieses geht leider etwas länger, da ich immer versuche, alles ausführlich zu zeigen. Das wurde alles mitgeliefert. Wir hatten hier einmal Bedienungsanleitungen, die Dashcam selber, ein USB-Verbindungskabel, ein AV-Kabel, ein HDMI-Kabel und das Kfz-Zigaretten-Anzünderkabel. Schauen wir uns kurz noch die Bedienungsanleitungen an. Diese ist ab Werk mit dabei, leider aber nur auf Englisch bzw. dann Chinesisch. Der Verkäufer hat aber noch ein Beiblatt mit dazugelegt und dort ist eine Bedienungsanleitung dann auf Deutsch. Der Druck ist teilweise ein bisschen schlecht, aber man kann trotzdem noch alles erkennen. Hier hinten werden dann noch die Menüpunkte erklärt. Ja, und jetzt schauen wir uns die mal genau an. Diese angeblich billige China-Kopie, wie sie von Neidern oft betitelt wird. So schaut die Kamera jetzt aus. Und jetzt sagt mir mal, was ist da billig verarbeitet? Also das sieht für mich richtig hochwertig aus. Da gibt es auch gar nichts zu bemeckern. Hier sind keine Plastiknasen, hier sind keine Spalte. Da würde ich mal behaupten, da gibt es eigentlich keinen Unterschied zum Original, was ja 50 Euro mehr kostet. Auf dem Display wurde eine Displayschutzfolie angebracht. Seitlich hätten wir einmal hier die Stromversorgungsbuchse. Das hier ist der Ein- oder Ausschalter bzw. Aufnahme, Start, Stopp bzw. Eingabe. Mit der Taste geht's nach oben. Die Taste ist für den Modus und mit der Taste geht's nach unten. Auf der Unterseite hätten wir einmal den SD-Kartenslot. Dort habe ich jetzt mal eine 16 GB SD-Karte reingesteckt. Und dann noch den HDMI-Eingang. Auf der Oberseite der Anschluss für USB. Dann haben wir hier den AV-Anschluss. Und das hier dürfte, ich denke mal, Aufnahme des Tones sein.
seitlich befindet sich nichts und hier unten haben wir dann noch den Fuß mit dem Klebepad und hier wäre dann die Linse. Das Ganze lässt sich natürlich auch noch drehen. Das klackt hier so ein. Es wurde auch in der Rezension mal geschrieben, Verarbeitung scheiße, kann sich bei der Autofahrt verstellen. Jetzt passt mal auf. Ich schüttel das jetzt mal, wie doof. Was verstellten sich da? Gar nichts. Also, da wurde wieder dumm gelabert. Des Weiteren wurde noch bemängelt, dass auf der Front irgendwelche sichtbaren CE-Aufkleber aufgeklebt sein sollen. Also ich kann hier gar nichts erkennen. Möchtet ihr die Kamera von der Halterung lösen? Zack, ist ganz einfach. Dann hier wieder so draufstecken, das war es schon gewesen. Jetzt zeige ich euch noch die Kontakte. Und die schauen dann so aus. Nun schalten wir die Kamera mal ein. Hier vorne leuchtet dann ein kleines Lämpchen. Passt mal auf. Möchte man diese jetzt wieder ausschalten, drückt man den Knopf erneut und hält diesen gedrückt. Das dauert ein bisschen länger, aber die Kamera geht dann automatisch wieder aus. Möchtet ihr ein Video manuell aufnehmen, drückt ihr die seitliche Aufnahmetaste und haltet diese kurz gedrückt. Nun erkennt ihr an des rot pulsierenden Punktes, dass die Aufnahme gestartet ist. Möchtet ihr das Video stoppen, drückt ihr die Taste erneut und haltet diese kurz gedrückt. Möchtet ihr zwischen den Modi umschalten, drückt ihr die Modustaste. Jetzt sind wir im Fotomodus, beziehungsweise hier könnt ihr die aufgenommenen Fotos oder Videodateien euch anschauen. Durch längeres Drücken der Modustaste gelangt man in die Einstellungen. Hier könnt ihr jetzt hoch oder runter scrollen und euch verschiedene Einstellungen auswählen. Dazu drückt ihr einfach die seitliche Taste kurz und gelangt dann in die Untermenüs. Hier sind wir in der Auflösung. Wir nehmen uns die größte Auflösung und durch Bestätigen der seitlichen Taste wählen wir diese dann aus. Hier gibt es noch mehr Menüs. Wollt ihr in diese umschalten, drückt ihr einfach die Modustaste und haltet diese gedrückt. Wieder drücken und durch kurzes Drücken kommt man wieder aus den Menüs raus. Die Auflösung habe ich ja bereits schon gezeigt. Hier kann man noch die Qualität einstellen. Super fein, fein oder normal. Das hier ist halt der Modus, wo man einstellen kann, in welchen Abständen die Videos aufgenommen werden. Also ich habe mal 5 Minuten genommen. Nach jeden 5 Minuten wird ein neues Video, also eine Datei erzeugt. Man kann das auch aufstellen. 1, 2, 3, 4 oder halt 5 Minuten. Off Delay. Da kann man dann auch aufwählen. 10 Sekunden, 1 Minute, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten oder off. Das ist halt, ob Ton aufgenommen werden soll. Motion Detection, dieser Bewegungsmelder, kann man auf Off oder On stellen. Ja, und der G-Sensor Level. Da habt ihr dann auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier gibt es noch weitere Einstellungen, die man vornehmen kann. Diese zeige ich jetzt aber mal nicht. Weil die bekommt ihr prima in der Bedienungsanleitung auf Deutsch erklärt. Hier seht ihr das jetzt. So, hier kann man verschiedene Sprachen auswählen. Wir hätten Englisch, simples Chinesisch, Russisch und traditionelles Chinesisch. Deutsch ist leider nicht vorhanden. Hier kann man noch Zeit und Datum einstellen, die SD-Karte formatieren. Einstellungen rückgängig machen. LCD-Control zeige ich noch. Da kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Brightness, Kontrast und Color Balance.
Hier kann man auch einstellen, ob man Datum und Uhrzeit auf den Videos eingeblendet haben will. Die Lautstärke, Auto, Power, Off. Hätten wir einmal Off, 15 Sekunden, 3 Minuten oder 5 Minuten. Und dann hätten wir noch Auto, LCD, Off. Off, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten. Und zu guter Letzt noch die Version der Dashcam. Hier hätten wir dann noch die GPS-Einstellungen, Timezone, GPS on oder off, GPS Location, on oder off und zu guter Letzt GPS Speed. Da können wir auch noch verschiedene Einstellungen dann vornehmen. Möchtet ihr euch Fotos bzw. aufgenommene Videos anschauen, drückt ihr die Modus-Taste und wechselt zu der Galerie. Es wurden jetzt 10 Dateien gefunden. Wenn ihr jetzt nach unten drückt, könnt ihr diese durchscrollen. Wir haben Fotos gehabt und Videos. Möchtet ihr euch ein Video anschauen, drückt ihr die seitliche Taste, dann wählt ihr dieses damit aus. Und durch erneutes Drücken der Taste spielt ihr es ab. Wenn ihr das Video wieder verlassen möchtet, drückt ihr wieder die Modus-Taste. Man kann die Kamera einmal mittels des mitgelieferten USB-Kabels über den PC laden. Ich benutze immer ein externes USB-Ladegerät. Das verbinde ich jetzt mal mit der Kamera. Die schaltet sich jetzt automatisch an und beginnt mit dem Aufnahmemodus. Ist quasi dasselbe, als hättet ihr jetzt das Auto angemacht. Der fängt jetzt hier an zu blinken. Den schalten wir jetzt aus. Einfach hier drauf drücken und gedrückt halten. Dauert einen Moment. Dann lasst ihr los. Ja, und jetzt wird die Kamera aufgeladen. Die Kamera ist komplett aufgeladen, wenn die kleine rote LED erloschen ist. Die Anbringung der Dashcam. Ich habe mal meinen Spiegel hier abgemacht. Da ist der Mischer. Und diese setze ich jetzt genau hier in die Mitte, also ungefähr so dahin. Das ist dann die Mitte von der Autoscheibe. Vorne habe ich meine Leiter hingestellt. Dann weiß ich ungefähr links auf der Fahrerseite, wo die Fahrbahn dann gerade ausgehen würde. Also nur so als Orientierungspunkt. Ja, jetzt müssen wir einfach nur noch die Schutzfolie von dem Klebestreifer abziehen und die Dashcam einfach an die Scheibe dran kleben. Müsst mal schauen, eventuell müsst ihr diese vorher reinigen. Die Halterung ist an der Autoscheibe angebracht. So schaut das dann aus. Ich habe mich an dieser Linie hier orientiert. Da konnte ich die Halterung richtig gerade an die Scheibe dran kleben. Möchtet ihr die Dashcam jetzt abnehmen, einfach zur Seite hin wegziehen. Möchtet ihr diese wieder dran machen, einfach draufstecken. Und das Schöne ist, die Halterung hält bombenfest. Ist der Spiegel wieder befestigt, sieht man die Dashcam so gut wie gar nicht mehr, halt nur dann ein wenig von unten. Und so schaut das Ganze dann von vorne aus. Das Schöne ist, dass man die Dashcam auch als Fotokamera benutzen kann, zum Beispiel bei einem Unfall, weil die ist ja immer an der Autoscheibe und wenn ihr mal das Handy vergessen habt, dann kann man die als Alternative benutzen. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt hier aus eurer Ausfahrt rausfahren und da steht der böse Bofrostmann. Dann macht ihr einfach ein Foto damit. So, gucken. Zack, jetzt haben wir ein Foto davon gemacht. Machen wir noch eins. Ja, und somit könnt ihr dann prima Fotos machen und die am PC dann nachher auswerten. Da der Akku der Kamera höchstens eine halbe Stunde hält, habe ich diese jetzt mal mit dem mitgelieferten Kabel mit dem Zigarettenanzünder verbunden und ich starte jetzt mal das Auto. Die Kamera schaltet sich automatisch an. Jetzt werden hier 5 Sekunden runtergezählt und dann beginnt sie mit der Aufnahme.
Seht ihr oben wieder links im Eck? Der rote pulsierende Punkt. Mach ich das Auto jetzt aus, werden 10 Sekunden hier runtergezählt. Das ist so eine Ausschaltzeit. Da kann man auch noch andere Werte einstellen. Ja, und jetzt hat sie sich wieder ausgeschaltet. Während der Aufnahme blinkt die ganze Zeit eine blaue LED. Diese sieht man aber nicht, da die Halterung ja hinter dem Rückspiegel befestigt wurde.
jetzt ein Sprachtest. Jetzt spreche ich mal ein bisschen. Ich hoffe mal, das Mikrofon nimmt die Lautstärke laut genug auf. Test, Test, Test. Und wir schalten wieder einen Gang hoch. Oh ey, bloß nicht zur Seite gehen, gell? Hupen rein und ein Stück zurück. Ich habe die Kamera ja so eingestellt, dass die jede 5 Minuten ein neues Video aufnimmt. Und das schaut dann so aus. Ihr seht hier 5 verschiedene Videos. Und das letzte, also das ganz rechte, das habe ich mal aufgerufen, das ist genau eine Minute lang. Und dann seht ihr hier, eine Minute sind ca. ja, aufgerundet 85 MB auf der Speicherkarte. Das seht ihr dann hier nochmal bei den Details. Auflösung Full HD mit 29 Bildern und dann 1 Minute und 1 ist das lang. Und so schaut die Aufnahme aus, wenn man sich diese am PC anschaut. So, ich habe die Kamera hier mal per HDMI-Kabel mit meinem Plasmafernseher verbunden. Will ich euch nur mal zeigen, wie das Ganze dann ausschaut. Das Display schaltet sich übrigens aus, deswegen seht ihr das jetzt hier auf dem Bildschirm. Das hier ist ein aufgenommenes Video von heute Morgen und das spiele ich jetzt mal ab. Das ist jetzt die Großansicht. Und dann seht ihr ja hier oben Play Pause und dann müsst ihr nochmal kurz drauf drücken und dann wird es abgespielt. Da habe ich mir gerade meine Felgen eintragen lassen, die ich auf meinem neuen Auto habe. So, mal einen kurzen Vergleich. Hier hätten wir einmal das mitgelieferte Kabel und das, was ich zusätzlich gekauft habe. Dann schauen wir uns den Onkel jetzt mal an. Hier war noch so ein Beiblatt mit dabei. Und da steht jetzt unter Punkt 6 folgendes. Kompatibel mit allen Kameras, die einen integrierten Mini-USB-Anschluss für die Stromversorgung haben. Ja, und das hat ja unsere Kamera. Hier haben wir jetzt dieses Kabel. Schaut dann so aus. Da tut sich eigentlich nichts, die sind eigentlich gleich, die beiden Stecker hier. Hier ist noch dieses Kästchen dann. Da gibt es noch einige Informationen. Und dann hätten wir hier nochmal das dünnere Kabel, was dann nachher an den Strom angeschlossen wird. Jetzt machen wir noch einen Vergleich der Dicke der Kabel. Das hier ist von Adam. Das hier war bei der Kamera dabei gewesen und ich finde,
großartigen Unterschied gibt es da jetzt eigentlich nicht. Also hier, ich zeige nochmal. Aber dass das jetzt so super, super, duper dünn ist, kann ich jetzt eigentlich nicht behaupten. Das Kabel schließe ich gleich mal an die Kamera an, nur um zu zeigen, in welche Richtung der Stecker zeigt. Und ich mache dann noch ein extra Video, wenn das Kabel bei mir im Auto verlegt ist. Ja, und hier hat man das Kabel jetzt mal an die Halterung angeschlossen. Das Schöne ist, der Stecker, der zeigt nach oben. Also ihr könnt jetzt hier so prima entlang gehen und das Kabel dann entlang der Scheibe in den Innenraum des Autos legen und dann anschließen. Habt ihr die Kamera mittels des USB-Kabels mit dem PC verbunden, erscheinen zwei Laufwerke. Wir hätten ja einmal das Laufwerk I, das ist die MicroSD-Speicherkarte, und das Laufwerk N, was die Dashcam selber darstellt. Öffnet man den Ordner von der Dashcam, bekommt man einmal die GPS-Software angezeigt und die dazugehörige Installationsanleitung. Jetzt installieren wir uns mal den GPS Movie Player. Den GPS Movie Player habe ich mal aufgerufen und mit diesem öffne ich jetzt ein Video, was ich auf der Festplatte gespeichert habe und das mit der Dashcam aufgenommen wurde. So, jetzt fängt es schon an zu laufen. Ich drücke mal gerade auf Pause. Links seht ihr im Bildschirm die Startposition von dem Video, das ist 5 Minuten lang. Und auf der rechten Seite einmal oben die Datei und darunter von Google Maps halt das GPS. Und da könnt ihr jetzt schön sehen, wo die Strecke entlang gelaufen ist, die ihr gefahren seid. Man kann bei Google ja auch noch die Ansicht dann ein bisschen verändern. Machen wir mal ein bisschen kleiner das Ganze. So, und hier fahre ich jetzt auf die Schnellstraße drauf. Ja, und das funktioniert richtig prima mit der Aufzeichnung. Unten seht ihr dann noch die Geschwindigkeit, ungefähr jetzt 112 km/h, und rechts daneben wird ein Kompass angezeigt. Die Fahrstrecke per GPS hat ja wunderbar funktioniert, also das kann man ja prima auf der Karte sehen. Die ersten Videos, die ich euch eben gezeigt habe, bei Tag, bei Bewölkung und Regen, bei Dämmerung und bei Nacht, die waren alle aufgenommen, nur mit dem Akku der Kamera. Wenn ihr GPS haben wollt, müsst ihr das Kabel anschließen, was mit dabei liegt, was in den Zigarettenanzünder kommt. Weil dann habt ihr erst diese GPS-Koordinaten, die werden dann erst gespeichert. Das seht ihr jetzt auch hier unten rechts im Eck. Dieses N050 und so weiter, das sind diese Koordinaten und die waren ja bei den Anfangsvideos nicht sichtbar gewesen. Jetzt habe ich euch die Dashcam auch mal kurz vorgestellt. Naja gut, hat ein bisschen länger gedauert, aber dafür habe ich dann halt ausführlich alles gezeigt. Mir hat diese richtig gut gefallen. Erstmal ist die Verarbeitung wirklich exzellent. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Keine Spalte, keine Plastiknasen, keine Farbpatzer oder sonstiges. Die Menüführung ist eigentlich recht überdacht. Okay, nur auf Englisch, Japanisch oder Russisch. Aber anhand des Videos von mir kann man sich dann leicht reinfuchsen und weiß, welche Sachen man wie einstellen soll. Ich habe nur die Auflösung geändert. Dann habe ich geändert, wie lange die Cam beim Autoausschalten noch anbleiben soll. Beziehungsweise kann man sich dann auch aussuchen, ob man das Display nach einer Zeit automatisch abschalten lässt oder nicht. Ist er vergleichbar mit dem Original? Ich kann es leider nicht sagen. Ich hatte bei Adam mal nachgefragt, ob die mir mal eins schicken können. Irgendwie habe ich dann aber keine Antwort mehr bekommen. Deswegen behaupte ich mal, die ist vergleichbar, aber viel, viel, viel günstiger. Die Aufnahmen fand ich recht okay. Hat man ja gesehen bei Tag. Bei Bewölkung mit Regen bzw. Dämmerung oder Nacht hat sie recht ordentliche Aufnahmen gemacht. Wer Interesse daran hat,
Den Link dazu pause ich dann im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.